Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 2. Und ich bin immer noch krank. Ich hasse es einfach, zu krank zu sein. Also, wir sind jetzt in der Mysidia-Höhle. Die ist hier, wie ich die letzte Folge schon erwähnt habe. Als nächstes müssen wir sowieso dahin. Aber erstmal müssen wir durch diese Höhle hier durch. Es gibt in dieser Höhle auch Geheimverstecke, also Rätsel. Geheimgänge. Da findet ihr Frostbogen. Also nicht so wichtige Dinge, aber ich werde versuchen, die zu finden. Ich versuche es, wenn ich die nicht finde, Pech gehabt. Also wenn ihr nach hier unten geht, gibt es nichts. Das habe ich schon nachgeguckt. Okay. Das war ein kurzer Kampf. Okay. Boah, meine Nase. Morbul. Achso, ja, die habe ich auch noch auf dem Weg hier getroffen. Die können nichts. Aber die sehen trotzdem hässlich aus. Aber bei Final Fantasy 10 sehen die noch hässlicher aus, glaube ich. Ach, meine Nase läuft. Aber das will sowieso keiner wissen. Boah, meine Nase. Ich hasse es einfach, krank zu sein. Mann. Haben wir dann auch erledigt. Hey. In dieser Folge will ich mindestens zwei Dinge fertig bekommen. Die Höhle hier und Ninja-Gewand. Steigert die Gewandtheit. Ja, okay. Zwei Dinge fertig bekommen. Diese Höhle und die Mysidian-Turm. Die will ich fertig bekommen. Also in diesen Geheimgängen findet man Frostbogen, Äther, High Potion, den Zauber Wicht und... Also Wichtgrimoire und... was gibt's noch? Äther, glaube ich. Jetzt weiß ich, warum ich die Morbuls gehasst habe. Die sind hässlich, diese kleinen verfickten Monster. Aber heute ist meine Laune ein bisschen besser als davor, als gestern. Ach, zum Glück bin ich nicht mehr so krank. Es geht langsam wieder bergauf mit mir. Bergab ist klar. Und Mike, danke schön, dass du gemerkt hast, dass ich Layla nicht... Also, was ich sagen wollte, Mike, schön, dass du gemerkt hast, dass ich Layla nicht mag. Ach, hier ist der Ausgang schon. Der Doppelgänger bewegt sich nicht. Das reine Herz von Firon hat den Doppelgänger gestoppt. Okay, hier müsste man eigentlich weiter. Also hier ist das Ziel, wo man hingehen soll. Schwarze Maske. Yay. Jetzt hat er Platz gemacht. Okay, jetzt muss ich später da rein. Ach, gut so. Ich hasse einfach diese Zombies. Ach, diese Gorgimera und so. Ach ja, ein Tipp für die Leute. Die Schwarzpuddinge, deren Schwäche ist Feuer. Dankeschön. Okay. Hier gibt es ein paar Geheimgänge. Ich könnte jetzt eigentlich nachgucken, aber das ist richtige Zeitverschwendung für diese ganzen Kämpfe. Für dieses Video eigentlich, oder? Ach, ich mach's einfach. Also für euch Leute, gucke ich kurz nach, wo die Geheimgänge sind. Okay, in dieser Ebene gibt es keine Schätze mehr. Nur in der nächsten. Hier. Okay, haben wir erledigt. Ach, Mann, ich hasse es einfach, krank zu sein. Okay. Kraftstab. Flugrochen, okay. Okay, da kann auch nicht so viel wie die anderen. Tod, würde ich mal sagen. Ja, ich wusste das doch. Das haben wir dann auch erledigt. Okay, daran kommt man an diese... Ah, so. Haben wir dann auch erledigt. Okay. Haben wir dann auch. Okay, bisher haben wir einen Schatz von den Schätzen, die ich hier gelesen habe. Haben wir dann auch. Fickt euch! Hasse diese hasse das, wenn die Entwickler sowas Beschissenes haben wie einen leeren Raum.
Ach, Mano. Wenn es schon abkratzt, macht's richtig und überlebe es nicht. Okay. Sehen wir uns hier. Sehen wir uns das an. Okay, da geht's weiter. Haben wir dann auch. Habe ich das alles hier geholt, was man holen konnte? Ich glaube schon. Habe ich eigentlich. Äther habe ich ja genügend. Dann machst du mal ein bisschen Magie auf dich. Das reicht. Haben wir dann auch. Okay, ich habe bisher alles geholt, oder? Okay. Ich glaube, also was ich machen will ist, wenn ich den Dungeon fertig habe, gucke ich kurz nach, wo ich die Schätze sind. Und dann schneide ich die auch alle in diesem Video rein und dann geht es weiter mit dem Mysterio-Turm. Das waren einfach normale Bomben. Haben wir auch erledigt. Okay, haben wir dann auch. Okay, wir sehen uns da oben wieder. Okay, ich bin wieder da. Und konnten diesmal alles. Von da kam ich ja, okay. Okay, ich guck mal kurz nach, wie ich an diese Truhe komme. Okay, gefunden. Forstbogen. Okay, das war jetzt alles in diesem Dungeon und wir sehen uns beim Ausgang, also zum nächsten Dungeon, zu der nächsten Ebene, die Treppe. Ja, ich bin krank. Ja, okay. Okay, ich bin jetzt hier. Okay, speichern wir mal ab. Wir sind bald auch mit dem Dungeon fertig. Ich will mal echt wissen, wie viele Kämpfe ihr in diesem Dungeon eigentlich gesehen habt. Okay, wie komme ich hier raus? Ha. Ah, hier ist der Eingang. Oh. Warte, der mittlere ist der richtige Weg statt der Lösung. So dann. Danke. Okay, haben wir. Ich hoffe, ihr hört nicht das Telefon. Sturmglocke. Goldnadel. Phoenix wieder. Die Resten, die beiden anderen Türen sind leer. Ach man, oh man. Ich muss dann wieder so viel schneiden. Diese Monster haben mein Firin umgebracht. Das regt mich so auf. Ich habe so viel HP, aber trotzdem, das sagt mir... Ach, die Schlampe ist auch noch da. Engel, hier lebt wieder. Sei froh, dass ich so gnädig bin mit dir. So, speichern. Boah. Diese untoten Bastarde hasse ich einfach. Karpfenkröte, okay. Karpfenkröte habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Oder es kommt mir bekannt vor. Ach, ich will eigentlich mit dem Dungeon draus sein. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, danke schön, dass du mir das erzählst, was alles besser wurde. Okay, danke. Okay, wie komme ich an die... Wie komme ich an den Truhen ran? Okay, ich guck mal kurz nach, wie ich an diese Truhen komme.
Okay, ich habe den Weg gefunden. Der ist hier. Nicht Grimoire. Ich sag ja nicht wichtige Sachen, aber wenn ich 100% mache, dann richtig. Ach, ich wiederbelebe sie mal kurz. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf sie, aber egal. Sie wird nicht mehr lange bei uns bleiben. Das ist das Gute. Ja, sie wird bald verschwinden, Leute. Ja, sie wird schwinden. Und wir sind auch bald beim Ziel. Das war jetzt alles, was man holen konnte. Jetzt muss man nur die wichtigen Dinge holen. Okay. Ach, ich will eigentlich keinen Bock mehr. Endlich haben wir den Kristallstab. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. E-Spirit. Ja. Das war's mit dem Dungeon. Wir sehen uns gleich draußen wieder. Also jetzt. Wieso, Spiel? Schick mich einfach raus. Danke. Also, wir sehen uns auf dem Meer, wenn ich auf dem Weg bin zu diesem Ort hier. Also, bis später. Nachdem wir, ja, es geht weiter da. Nachdem wir ja die Mysteriehöhle gemacht haben, habe ich ja gesagt, wir machen damit jetzt weiter. Also, das wird noch nach der Mysteriehöhle kommen. Also, es wird mit der Mysteriehöhle-Folge zusammengeschnitten. So. Ja, ich habe auch noch ein paar Dinge entdeckt. Ich habe Beomorph, also ihr wisst ja, in dem Kolosseum gab es ja diesen Boss Beomorph. Und ich habe ihn als Zufallsgegner gefunden. Okay, und ja. Jetzt wollen wir ja zum Mysteriaturm, der ist hier da. Ich musste, also wirklich, ich musste wirklich so fahren, dann extra so, damit ich hier lande. Da musste ich extra durch die Lücke hier und dann so durch und hier. Ach, Kacke, aber naja, wenn ihr das hier gemacht habt, haben wir dann eigentlich alles geschafft. Alle Orte besucht, die ihr gibt. Außer eins da. Und sehen wir mal, was jetzt kommt. Wer hätte es gedacht? Ich wusste das schon, aber ihr? Strudeltime! Das Wasser ist lila. Lecker. Mineralwasser, ganz frisch. Ja. Und weg sind unsere Helden. Wo sind wir hier? Ey, das ist voll lange her, dass sie miteinander geredet haben, oder? Layla? Layla ist verschwunden. Ach, wirklich? Oh. Ich bin glücklich darüber, ihr nicht. Haha. Boah, meine Nase läuft wieder. Ah, oh Mann. Ich hasse das einfach. Seedrache, neue Gegner sehen immer. Oh, der macht Schaden. Aber der ist tot. Sag ich ja. Und hier kriegen wir unseren neuen Charakter. Du Hund. Warte, ich hoffe, die. Warte, sind die vergiftet? Nein. Stirnband. Rüsten wir das mal aus. Haarnadel. Stirnband. Steigert die Stärke. Hm. 93. Das hätte sie eigentlich brauchen können. Ja, komm. Bisschen Stärke brauchst du auch noch. Sonst kannst du nicht mit die Jungs so. Also. Mithalten. Elektrofisch. Aber die sind tot, sage ich ja. Bisher läuft es alles gut mit meinem Stil, ohne Waffen hier durchzukämpfen. Ist auch besser. Ich könnte eigentlich die ganzen Waffen verkaufen, wenn ich wollte, aber man kriegt immer solche Support-Charakter, die man auch irgendwie ausrüsten muss. Obwohl ich die nicht mag. Bisher mag ich Menu. Gordon hasse ich. Kraftschärpe und diesen Richard muss ich mögen, weil der mit denen werden wir auch später spielen. Kraftschärpe. Nee. Vielleicht gebe ich diese Kraftschärpe mal Richard. Okay, das haben wir dann auch. Was habe ich euch eigentlich diese ordnen euch diese Zauber gezeigt? Saugen, wo ist Saugen? Hier.
Ja, absolut die MP. Frosch, Exitos. Okay, das waren die Zauber, die ich sowieso nicht so oft benutzen. Also ist mir das scheißegal, was mit denen ist. Bin ich gerade durch eine Vagina durchgegangen. Mit Knochen. Okay, hier sind Menschen. Ihr seid im Bauch Leviathans. What the fuck? Oha, Neueinkömmlinge. Ich bin Rich, der Grausame. Wer seid ihr? Prüfen, Wildrose. Prüfen Masken. Items, was kann ich denen dann zeigen? Was soll ich denen dann zeigen? Kristallstar. Verstehe, ihr sucht ebenso das Ultima Grimoire und wurdet von Leviathan verschluckt. Nun, da das Grimoire unser gemeinsames Ziel ist, werde ich mich euch anschließen. Tiefer im Bauch gibt es ein Schiff, das von einem Monster bewacht wird. Zusammen werden wir es besiegen. Doch der Ritter Richard ist hinzugestoßen. Warte mal. Ich dachte, alle Drachenritter sind tot. Wieso lebt der denn noch? Also ist er der Letzte, oder wie? Goldschild. Warte mal, was kann ich denn da noch alles geben? Diamantschild bringt nichts. Was soll ich denn noch geben? Flammenzüngeln um seine Spitze. Ach, gib mir einfach das mal. Nein. Brigantine. Ninja-Gewand. Kraftschärpe. Der wird sowieso bei den. Also, der wird in der Unterwelt auch nochmal auftauchen. Deswegen werde ich ihn jetzt gut ausrüsten. Viel später. Jetzt haben wir Richard. Der hat nicht so viel AP, aber egal. Gibst du mir die Truhe? Kraftreich. Wir wurden auch von Leviathan verschluckt. Ach wirklich, hätte ich nicht gedacht. Wir sind uns einfach nur so zufällig hier. Bin ich etwa hier für den Rest meines Lebens gefangen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ach, hier, komm. Ich muss dich auch irgendwie ausrüsten. Für später mal. Nur wegen einer alten Opa und seinem doofen Kristallstab sind wir hier gelandet. All seine Schuld. Ich Opa. Der Leviathan ist der Wächter des Turmes von Mysidia. Er verschluckt alle, die den Kristallstab besitzen. Seht her, auch ich habe solch einen Kristallstab. Ich wohne hier schon seit 10 Jahren lang. 10 Jahre, aber man gewöhnt sich nicht an alles. Mittlerweile habe ich mich hier ganz häuslich eingerichtet. Rauskommen wir hier eh nicht mehr. Okay. Aber ich dachte, es gibt noch einen Kristallstab. Wieso haben die alle eins? Scheiße. Okay, da ist wieder die Vagina-Muschi. Wenn Leviathan sein Maul aufreißt, kann man vielleicht rausschwimmen. Eher nicht. Ich wäre lieber weggegangen wie in den Mundgeruch. Aber der Weg wird von einem Monster versperrt. Er hat einfach alles verschluckt. Ja, sieht man. Bücher und so. Hey. Bisschen lernen und so. Ich habe gelesen, dass man hier auch noch irgendwas kaufen kann, aber... Habe ich mich da verlesen? Naja. Also, wir sind im Leviathan drin anscheinend und... Der Dungeon ist... Richard ist Hammer. Okay, Zähne. Ich mag Richard, der geht nur ab. Endlich mal ein Charakter, der irgendwie gut ist und nicht so sinn... Hat er eigentlich Magie? Ach, okay, dann bringe ich ihm mal ein paar Magie-Dinger bei. Ach, komm, was kannst du denn noch lernen? Band zum Beispiel. Für später, wenn du dich raus teleportieren willst aus einem Dungeon. Hast, kannst du immer gebrauchen. Nein, und Aura kannst auch gebrauchen. Für später. Nein, und was kannst du noch lernen?
Vita. Okay, und 9 Minuten bin ich schon wieder drin, verdammte Scheiße. Ja, das reicht für das Erste. Diese Magie hat er jetzt. Das werde ich sowieso in Renaissance-Modus da leveln. Meeresrochen, okay. Betrachtet mal Richards Stärke, Blitzschlag Stufe 8. Ach, komm einfach. Hört auf anzugreifen, ihr habt sowieso keine Chance. Seht euch diesen Schaden an. Geht der nicht einfach ab? Ach, ich mag Richard. Eigentlich mal ein Charakter, der mal irgendwie Sinn ergibt und endlich mal guten Schaden macht und nicht wie dieser Asozialen da. Okay, das ist der Boss. Gaia Schwert. Erfindet gegen wohlständige Gegner. Ach, ist egal. Ich kämpfe jetzt gegen den Boss und dann habe ich die Folge auch fertig. Eigentlich, die Folge war zu lange. Dass er keine Sprungaktion hat, das werde ich noch sympathischer machen. Speichern und dann haben wir auch jetzt den Boss. Ein Landwurm. Wir müssen ihn bezwingen. Nur dann können wir mit dem Schiff entkommen. Er hat einen hohen Verteidigungsstand da. Hast und du machst. Hast auf alle. Wir buffen uns erstmal auf. Erstmal schön alles buffen. Er hat eine hohe Verteidigung deswegen. Ach, scheiße. Aura 2. Sehen wir mal, auf wen das alles trifft. Hat alle getroffen. Gut. Haarstufe 2. Ich glaube, Richard wird diesen Angriff nicht überleben. Also, wenn er angreift. Angriff, 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 Angriff. Ja, gut so. Okay. Din, din, din. Ist er tot? Ich glaube, dann mit dem nächsten Schlag aber. Verdammt! Ah, ich dachte, der Krit. Ach, kacke, Richard. Mann, oh Mann, oh Mann. Schade, dass er jetzt gestorben ist. Ja, lass ihn einfach zurück, ihr Bastarde. Ihr Schweinebacken. Oh, Richard ist tot. Vita. Nein. Speichern wir mal ab. Danke. Und das war's für heute mit der Folge 14. Mit Folge 15 geht es im Missileton weiter. Tschüss.